Willkommen zurück zu einem weiteren Final Fantasy VII Rebirth Guide und heute zeige ich dir gleich zwei Aktiv-Builds rund um Aeris, die dir helfen werden, ganz easy gegen auch relativ schwere Gegner anzutreten. Wir werden mit einem Basis-Build anfangen und werden das Ganze dann so optimieren, dass du mit Aeris wirklich einen richtigen OP-Build bekommst. Dabei schauen wir uns die einzelnen Fertigkeiten an, die Aeris braucht. Wir gehen auf die Ausrüstung ein und wir schauen natürlich, welches Materia wir optimalerweise dann auch einsetzen. Wenn du auch künftig keine Guides zu spielen, wie Final Fantasy VII Rebirth mehr hier auf dem Kanal verpassen möchtest, dann bleib gerne mit einem Abo dabei. Und außerdem würde ich mich natürlich mega über Support hier für den Guide in Form vom Daumen nach oben freuen. Und wir starten mit der Wahl der richtigen Fertigkeiten innerhalb des Skilltrees von Aeris für unseren Basis- und OP-Build. Und hier solltest du Minimum die Waffenstufe 4 mitbringen und roundabout 90 WP, um dann beispielsweise hier im rechten Bereich so etwas freizuschalten wie die Synchro-Aktion Leibwache. Das wird uns später in den Kämpfen in der einen oder anderen Aktion auf jeden Fall noch den Hintern retten können. So viel vorab. Als nächstes gehst du dann hin hier im rechten Bereich und schaltest die Statuswertverbesserung MP-Boost frei. Das bringt uns zusätzlich 3 Punkte auf dem MP-Konto. Außerdem hast du dann hier die Möglichkeit, über die Synchro-Fertigkeit Visionssynthese dann als nächstes hier rechts noch die Fertigkeit Feurige Welle freizuschalten. Dadurch können wir nämlich nicht nur einen feuerelementarmagischen Angriff ausführen, der uns keine MP kostet, dafür aber trotzdem ATB. Aber wir haben auch hier noch einen Zusatzeffekt wie Ausweitung. Das bedeutet, es können gleich mehrere Gegner von dieser Attacke, von dieser Fertigkeit dann getroffen werden. Und außerdem werden hier Feuerelementarmateria zusätzlich in ihrer Wirkung verstärkt. Und das ist natürlich etwas sehr Gutes, denn unser Build wird jetzt darauf abzielen, komplett in die Richtung zu gehen, dass wir so viel Elementarschäden wie möglich beim Gegner verursachen. Und dafür kannst du dann auch hier über treuer magischer Diener als nächstes dann den Elementarattacke plus Statuswertverbesserungspoint freischalten, denn dadurch bekommst du weitere 3% Schaden beim Gegner, wenn du dort Elementarschäden landest. Außerdem hast du hier unten die Möglichkeit, das Ganze auch ähnlich, wie wir es hier oben rechts hatten, bei der feurigen Welle zu übertragen auf eine donnernde Welle. Das ist im Prinzip das gleiche in grün, nur für Blitzattacken. Ähnlich ist es hier mit Windattacken oder Luftattacken bei der windigen Welle. Und dann ist es halt einfach wichtig, das Ganze auch zu übernehmen für die eisige Welle, denn die meisten Gegner sind anfällig für Feuer und Eis und deshalb ist das auch das, worauf wir jetzt den Build hier komplett abzielen werden. Außerdem solltest du so etwas mitnehmen wie hier unten links noch die Statuswertverbesserung Synchro-Schaden Plus. Dadurch hast du auch nochmal weiter 5% mehr Schaden, wenn du solche Attacken beim Gegner landest, wie zum Beispiel hier die Synchro-Aktion Seelenverwandtschaft. Da kommt dann nochmal einer dazu und der hilft dir dann einfach, wenn es mal ein bisschen brenzlicher wird. Außerdem solltest du dann hier die magische Attacke Plus natürlich mitnehmen, denn das erhöht nochmal weiter das magische Attackenkonto hier um 20 Punkte. Und wenn du dann noch ein bisschen was frei hast, empfehle ich dir auf jeden Fall, nimm hier oben auch noch den beständigen Magiekreis mit, denn dadurch wird die Erscheinungsdauer von diesem nochmal um weitere 25% erhöht, was uns gleich im Bild auf jeden Fall sehr helfen wird. Durch die Wahl der Statuswertverbesserungen und der Fertigkeiten rund um die Elementarschäden, vor allem Feuer und Eis, kannst du also nun hingehen und kannst die Schwachstellen der Gegner so für dich nutzen, dass du sie relativ schnell auch besiegen kannst. Auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden funktionieren diese Fertigkeiten sehr gut. Du siehst jetzt hier in dem Moment, haben wir die eisige Welle eingesetzt und dadurch, dass die Gegner sehr nah beisammen standen, haben wir einfach hier die Möglichkeit auch gehabt, dass sich dieser Effekt so aufgeteilt hat, dass mehrere Gegner gleich davon betroffen waren. Außerdem solltest du natürlich schauen, dass du ein bisschen auf deinen Schutz achtest und beispielsweise mit R1 und Kreis dann gleichzeitig dir einen Gefährten zur Hilfe rufst, wenn du attackiert werden solltest. Das hat jetzt hier mit Cloud sehr gut funktioniert. Manchmal klappt das natürlich auch nicht, dann ist das nicht so wild, aber du hast auf jeden Fall im Hinterkopf, dass du nicht komplett hier irgendwie schutzlos dem Ganzen ausgeliefert bist, sondern immer wieder hier in dem Moment jemanden dazu rufen kannst und dadurch natürlich auch die Möglichkeit hast, relativ gut gegen die Gegner dich zu schützen. Wir wählen dann einfach immer wieder die Fertigkeiten mit geladener ATB-Leiste. In dem Moment wird keine Magie gewirkt, das bedeutet, du verlierst auch keine MP an der Stelle. Und so kannst du wirklich sehr, sehr schnell die Gegner dann auch in die Knie zwingen und kannst die einzelnen Runden oder die einzelnen Kämpfe dann so für dich entscheiden. Die richtige Wahl der Ausrüstung innerhalb deines Basisbuilds ist natürlich auch extrem wichtig und bietet auch gleichzeitig die Vorbereitung für den späteren OP-Build. So solltest du als Waffe den Stab der Ewigkeit ausrüsten,
Kisten. Den bekommst du bereits im Kapitel Nummer 2 in der Grasland-Region bei Chloes Farmladen auf der Chocobo Farm. Und der bietet dir am Anfang direkt schon eine ziemlich hohe Punktzahl im Bereich der magischen Attacke. Außerdem solltest du dann bei deiner Startwaffe von Eris, beim Wachenstab, dafür sorgen, dass du die Fertigkeit Heiliger Magiekreis so freischaltest, dass du ihn immer wieder in den Kämpfen wirkst, sodass er später waffenübergreifend bei Eris auch bei anderen Waffen einsetzbar ist, sodass wir beim Stab der Ewigkeit später bleiben, aber die Fertigkeit des Wachenstabs, also den Heiligen Magiekreis, trotzdem nutzen können. Das bedeutet nämlich, wenn wir den Heiligen Magiekreis ausgelöst haben, dann können wir die Magie, die wir innerhalb dieses Kreises gewirkt haben, direkt zweimal auf den Gegner jagen, aber es kostet uns an der Stelle nur einmal ATB und auch nur einmal MP. Außerdem wird innerhalb des Magiekreises auch automatisch Magie verdoppelt, die gewirkt wird, die beispielsweise auch von deinen Gefährten kommt. Stellst du dich beispielsweise mit Cloud innerhalb dieses Magiekreises und wirkst gegenüber den Gegnern eine Magie, dann wird auch diese verdoppelt und führt natürlich auch wiederum zu doppeltem Schaden beim Gegner. Im Bereich der Rüstung würde ich dann als nächstes etwas wählen, was natürlich die maximale Anzahl an Materia-Slots liefert und vielleicht auch schon ein paar Verbindungen hat. Falls das bei dir jetzt noch nicht so aussehen sollte oder du noch nicht die Möglichkeit hast, auch rund um deine Waffe, Stab der Ewigkeit, hier Verbindungen zu sehen oder Materia in der Form einzusetzen, wie du es jetzt hier siehst, dann spiel erstmal weiter, das hängt mit deiner Waffenstufe zusammen, da musst du dann erstmal WP sammeln durch Abschluss von Quests, durchs Leveln von deinem Charakter und so weiter, um dann hier auch weitere Slots zu erhalten bzw. auch die Verbindungen hinzubekommen. Dann sollten wir uns, nachdem wir natürlich hier die Rüstung soweit gewählt haben, uns auch noch über die Accessoires Gedanken machen. Und da kannst du beispielsweise den Ohrring mitnehmen. Falls du den hast, dann kannst du nämlich dadurch 5% mehr Magie wirken. Außerdem hast du die Möglichkeit, zum Beispiel das Windhalstuch, irgendwo hier unten müsste das sein, auch mitzunehmen. Das bekommst du wiederum auch im Kapitel Nummer 2 bei der Sidequest Adäquate Windnutzung von Broden. Denn mit einem ausgerüsteten Windhalstuch beginnst du nämlich dann automatisch den Kampf mit einer leicht gefüllten ATB-Leiste. Bringt natürlich auch Vorteile, da kannst du dich gerne ausprobieren. Als nächstes sollten wir natürlich auch das richtige Materia für unseren Magiebild auswählen. Und da ist es wichtig, dass wir beispielsweise die ATB-Leiste entweder zu Kampf beginnen oder aber auch mal zwischendrin boosten. Hier kann ich dir empfehlen, gerade am Anfang Erstschlag auszustatten, denn das bekommst du bereits im Kapitel Nummer 2 von Chatley innerhalb der Kampfherausforderung Aufstand im Grünen. Und da hast du einfach den Vorteil, dass du mit einer geladenen ATB-Leiste dann bereits in den Kampf ziehst. Da musst du dann eventuell noch 2-3 Treffer beim Gegner landen, um das Ganze komplett füllen zu können, um das erste Mal eine Fertigkeit oder aber Magie zu wirken. Alternativ kannst du hier natürlich auch hingehen und kannst beispielsweise ATB-Schock nehmen oder hier ATB-Boost. So kannst du das natürlich auch wieder innerhalb des Kampfes ein bisschen beeinflussen und hast nicht nur den einmaligen Effekt von Erstschlag. Außerdem solltest du natürlich dann auch hier Elementarmateria ausstatten. Und unser Bild geht ja komplett auf Feuer und Eis. Deshalb statten wir jetzt hier Glut und Frost aus. Das würde ich dir auch empfehlen. Ich würde hier nicht auf Gewitter und auf Luft gehen. Das sind nämlich die beiden Elemente ja für Blitz und für Wind, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das bringt nicht wirklich viel, weil diese Gegner nicht sehr häufig auftauchen. Viel häufiger hast du einfach Feuer- und eisanfällige Gegner, und das bringt dir dann auch entsprechend den Vorteil durch diesen Bild. Außerdem solltest du natürlich irgendwo nochmal Heilen mit ausstatten. Das ist immer ganz gut, um natürlich auch deine Verbündeten innerhalb der Crew irgendwo nochmal mitzuschützen oder dich selbst. Und außerdem kannst du dann auch hier hingehen, nicht Materialismus hier ausstatten. Das bringt dir einfach nur ein zusätzliches Level für ein verbundenes Materia. Du solltest hier eher hingehen und solltest beispielsweise den TP-Boost oder den MP-Boost mit reinnehmen. TP-Boost ist einfach für deine HP, also im Endeffekt ja für dein Leben nochmal ganz gut. Und MP-Boost, das bringt dir einfach nochmal mehr Magiepunkte, die du natürlich dann ausgeben kannst durch das Wirken von Magie oder durch das Einsetzen der Fertigkeiten. Außerdem solltest du auch darauf achten, sofern du die Esper Phönix schon einsetzen kannst, dass du die ausstattest, denn das führt dazu, dass wir automatisch in der magischen Attacke in den Punkten noch etwas steigen. Dann solltest du natürlich auch als nächstes hingehen und solltest dir die Waffenfertigkeiten anschauen. Und sofern es bei dir bereits möglich ist, solltest du hier auf Feuerelementare Attacke Plus gehen oder aber auf die Eiselementare Attacke Plus, denn das pusht einfach nochmal zusätzlich die Elementarschäden innerhalb des Builds. Und damit hast du einen ersten guten Basisbild an der Hand, mit dem du auch auf dem dynamischen Schwierigkeitsgrad zusammen mit Cloud oder auch mit dem Rest vom Team erstmal die Gegner schön bearbeiten kannst und dann am Ende mit Eris nochmal einsteigst und beispielsweise den Gegnern dann einfach den Rest nochmal gibst. So macht das
das Ganze auf jeden Fall Spaß. So bleibt es auch ähnlich dann in dem OP-Bild. Da gehen wir nämlich fast genauso vor. Für unseren OP-Bild müssen wir jetzt einfach nur ein paar Dinge ändern. Zum einen setzen wir hier vorne direkt in der Verbindung mit Glut die Elementaraffinität ein. Denn dadurch bekommen wir bereits auf der Stufe 1 zusätzlich 8% Schaden, wenn wir das Ganze einsetzen. In der Rüstung wird der Elementarschaden reduziert. Deshalb empfehle ich dir einfach, das Ganze hier oben in der Waffe direkt so einzusetzen. Wenn du natürlich hier alternativ hingehst und hast hier Glut und Frost direkt ausgestattet und das Ganze nicht mehr im OP-Bild vom Cloud, dann hast du natürlich hier die Möglichkeit, auch beide Elementare Glut und Frost, also Eis und Feuer, dann an der Stelle mit den zusätzlichen 8% hier zu versorgen. Alternativ würde ich einfach hier unten den Frost jetzt mit Amplifikation ausrüsten, direkt in der Verbindung in der Rüstung. Und da hast du dann einfach den Vorteil, dass du mehrere Gegner mit der gewirkten Magie treffen kannst. Das bringt auf jeden Fall einen gewissen Vorteil, allerdings reduziert sich auch die Effektstärke etwas. Da ist es ganz gut, wenn du das natürlich entsprechend gelevelt hast. Außerdem haben wir hier noch das Materia ATB Schock, bei dem jedes Mal, wenn ein Gegner in den Schockzustand versetzt wird, du automatisch ein bisschen deine Leiste geladen bekommst. Hier heilen haben wir einfach mit drin gelassen, das ist immer ganz gut, wenn wir es noch dabei haben. Und dann haben wir noch einen TP-Boost und den MP-Boost. Unten in den Waffenfertigkeiten empfehle ich dir einfach hier die beschleunigte MP-Regeneration, also MP-Hast, noch mit reinzunehmen und der Rest bleibt an sich. Der Ablauf bei so einem Fight mit Aris zusammen ist natürlich rund um den OP-Bild dann immer ähnlich. Zunächst solltest du erstmal scannen, gegen was die Gegner dann auch anfällig sind. Jetzt in dem Fall ist es hier das Element Feuer und das kommt uns natürlich zugute, denn das haben wir ja gekoppelt mit der Elementaraffinität. Das bedeutet, hier bekommen wir zusätzlich nochmal 8% Schaden, wenn wir Glut bzw. Feuer oder Feurer einsetzen. Das bedeutet also im nächsten Step, wir gehen erstmal hin und halten jetzt Viereck hier immer gedrückt, um natürlich auch unsere ATB-Leisten aufzuladen. Dadurch können wir nämlich, wenn wir Viereck gedrückt halten, nicht nur einzeln Spam, dann auch Sturm aktivieren. Da wird nochmal ein bisschen mehr Schaden beim Gegner verursacht. Und anschließend gehen wir bei der Fertigkeit hin und aktivieren den Heiligen Magiekreis. Innerhalb des Magiekreises wirken wir jetzt zweimal gleichzeitig die Magie, obwohl es uns nur einmal MP kostet und auch ATB. Das kommt uns natürlich zugute und so können wir hier auch ordentlich Schaden bei den Gegnern ausrichten. Im Idealfall wird der Gegner dann auch noch geschockt und wir bekommen durch den Schockzustand dann auch nochmal die ATB-Leiste wieder ein bisschen zusätzlich geladen. Das war jetzt hier leider nicht der Fall, aber da muss man sich einfach ab und zu mal ausprobieren. Aber du hast trotzdem gesehen, auch so lädt sich das Ganze trotz allem relativ schnell. Jetzt hier nochmal über 3000 Punkte an Schaden beim Gegner verursacht. Und das ist natürlich echt nicht schlecht. Wenn du natürlich einen Gegner hast, der jetzt hier irgendwie auf Eis anfällig gewesen wäre, dann hätten wir das Ganze gekoppelt gehabt mit der Amplifikation, wodurch wir mehrere Gegner gleichzeitig treffen können. Was natürlich ganz gut ist, wenn wir innerhalb vom Magiekreis stehen, denn so werden die ringsherum zusätzlich getroffenen Gegner natürlich trotzdem auch wieder doppelt gehittet. Das kann ein gewisser Vorteil sein. Was natürlich hier wirklich den großen Vorteil ausmacht, das ist, wenn du die Gegner im Schockzustand dann hast, dann kannst du richtig Schaden beim Gegner wirken. Dann können wir hier auch nochmal scannen. Er ist jetzt hier zum Beispiel anfällig gegen Eis und da können wir jetzt hier zum Beispiel, wenn wir L1 drücken, können wir das Ganze deaktivieren, dass es sich auch auf die anderen Gegner im Umkreis ausbreitet. Wenn wir L1 aber aktivieren, dann gibt es dann zusätzliches Symbol rund um die Eismagie und dann können wir hier auch die anderen Gegner damit einbeziehen. Und da kannst du halt wirklich richtig ordentlich Schaden bei den Gegnern landen dadurch. Generell ist das wirklich ein sehr, sehr guter OP-Bild, auch wenn man hier ein bisschen Geduld mitbringen muss und vor allem vielleicht auch noch die ein oder andere Optimierung im Bereich der ATB-Aufladung mit einbringen sollte. Weitere Optimierungen bestehen dann darin, dass man zum Beispiel dann Ausrüstungsgegenstände einsetzt, die noch mehr Slots für Materia bieten, um dann zum Beispiel hier den ATB-Boost noch mit reinzunehmen. Aber auch das ändert natürlich in Summe nichts daran, dass man immer wieder den Magiekreis natürlich aktivieren muss, um dann entsprechend natürlich auch die Magie beim Gegner wirken zu lassen mit den elementaren Dingen, die bei ihm dann den größten Schaden verursachen. Dadurch gibt es natürlich dann anschließend auch den ein oder anderen Bonus immer nochmal als zusätzlichen Effekt und dadurch, denke ich mal, wirst du jetzt mit diesem Build auch relativ easy die größeren Gegner angehen können. Ich weiß, der Build ist ein bisschen kompliziert im Aufbau und er ist auch nicht einfach zu spielen, weil man halt immer wieder die ATB-Leisten auch zunächst erstmal füllen muss, aber durch den Schockzustand, der beim Gegner gewirkt wird, kann man das relativ schnell erreichen und so hat man dann auch die Möglichkeit,
Möglichkeit natürlich, da relativ easy an die ein oder anderen Erfolge zu kommen. Ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen. Wenn du weitere nützliche Tipps um weitere Builds hier zu den Charakteren rund um Final Fantasy VII Rebirth suchst, dann folg doch einem der Videos. In diesem Sinne, hau rein und mach's gut.